Zu bringen. Der positioniert sich jetzt vorm Tor. Bekommt auch den Puck und da ist der drin. 1:0 Führung für die Gäste aus Kaufbeuren. Der Goldhelm. Sammy Blomqvist. Da hatte Langmann mit dem Bauerntrick gerechnet und dann kommt Blomqvist frei zum Schuss. Sehen wir hier nochmal. In der Zeitlupe, freie Einschussmöglichkeit und dann macht er ihn unten rein. Kommen wir auch die Hintertorperspektive noch zu sehen. Führung für Kaufbeuren, die zweite Spielminute. Und Kaufbeuren versucht gleich nachzulegen. Jetzt in der Rückwärtsbewegung, Zucker. Pass kommt nicht an, Rumitsch und Keller. Keller links vorbei, nochmal Sturm. Schussmöglichkeit, Tor! Supi, Entschuldigung, es war Sören Sturm von der blauen Linie. Und dann im Nachschuss ist die Scheibe drin, 1:1. Sehen wir hier nochmal. Sören Sturm stoppt ab, zieht drauf, dann lässt Kutschis abprallen und dann vollstreckt. Hier von hinten nochmal deutlich zu sehen. Mit den Beinschienen und dann ist er frei, kann unten reinschieben und es ist der Artus Grominsch. 1:1 das Ganze in der siebten Spielminute. Oh, nächste Möglichkeit, Schwamberger. Strafzeit angezeigt. Daniel Oppolzer gerade eben. Nicht durch die langen Haare täuschen lassen. Nächster Schuss, Tor. Tor für Kaufbeuren von der blauen Linie durch Mann und Maus durch. 2:1 für die Gäste. Ein Schuss wie ein Strich von Florian Ketterer, würde ich sagen. Wir bekommen es nochmal in der Zeitlupe. Sollte rausgehen und dann von der blauen Linie direkt aufs Tor. Schlechte Sicht für Langmann. Und es war Florian Ketterer, der hier die erneute Führung für die Gäste aus Kaufbeuren herstellt. Langmann hatte sich da beim Hauptschiedsrichter, glaube ich, noch beschwert. Wollte da vielleicht den Videobeweis haben. Wieder Carivara. Aber dreht ab, spielt die Scheibe nur tief ins Drittel. Der Ravensburger geht dann zum Wechsel. Slavetinski verliert die Scheibe. Vor dem Tor positioniert sich Blomqvist. Und dann ist er drin irgendwie. Das müssen wir uns nochmal in der Zeitlupe ansehen. Sammy Blomqvist. Sehen wir hier jetzt nochmal, wie der Treffer entsteht. Blomqvist schießt in die Fangacht. Den hat er nicht in die Fanghand bekommen, Jonas Langmann. Er hat gemeint, er hätte sie in der Fanghand, dann rausgesprungen. Jetzt sehen wir es von hinten nochmal. Da kommt der Schuss. Ah, dann springt er raus. Bleibt im Tor am Leben und nachgeschossen. 3:1 Führung für Kaufbeuren. Willig vom Tor. Und er ist drin.
Erneut kann Langmann die Scheibe vor dem Tor nicht abräumen. Und dann ist es der Nachschuss, der oben einschlug. Zum 4:1 für die Gäste aus Kaufbeuren. Das Ganze in der 50. Spielminute hier nochmal in der Verlangsamung zu sehen. Da wollte Langmann mit dem Schläger den Puck wegschieben, aber er erwischt ihn nicht. Und dann schlägt es oben ein. Und da ärgert er sich, der Ravensburger Keeper. Sehen wir nochmal Zeitlupe, ganz langsam. Er will mit dem Schläger die Scheibe wegkratzen und dann kommt ihm genau im richtigen Moment Joseph Lewis, der dann oben einnetzen kann zur 4:1 Führung für den ESV Kaufbeuren. Wieder Svoboda. Olaf. Im Lauf, Tor. Und jetzt hat es geklappt mit dem Powerplay-Tor. Und es ist Lukas Slavetinski, dem erneut ein Treffer gelungen ist. In den letzten Partien hat er regelmäßig seine Offensivqualitäten als Verteidiger gezeigt. Und hier trifft er Bastian Kutschis unten durch den Beinschienen durch. Jetzt sehen wir es nochmal aus der Hintertorkamera. Genau durch die Beine von Slavetinski. Ein Überzahltreffer zum 2:4. Ravensburg stellt hier den 2-Tore-Vorsprung wieder her. Aber wieder Fehler. Außennetz. Gelingt, dann wird es hier eine heiße Schlussphase in der Ravensburger Eissporthalle. Svoboda. Draufgezogen, abgewehrt von Kutschis. Slavetinski von der blauen Linie durch, Tor! Lukas Slavetinski mit dem Hattrick. Zum 3:4, natürlich, nein, sein zweiter Treffer war es an diesem Abend, aber ein wichtiger. 3:4, 3 Minuten und 19 vor dem Ende. Sind wir hier nochmal aus der Hintertorperspektive. Er schlägt völlig ansatzlos unten ein. Den hat Kutschis gar nicht gesehen. Wieder Powerplay und wieder Lukas Slavetinski. Max Kolb. Labschanski startet. Aber er wird festgehalten. Wieder Kolb. Letzter Mann. Rutscht weg. Blomqvist. Schmiedle hebt das Abseits auf. Noch ein Schuss. 15 Sekunden. Und dürfte noch ein Empty Net geben. Jawohl, die Entscheidung. Sie fällt 12 Sekunden vor Ende der Partie. Zugunsten der Gäste aus Kaufbeuren. 5:3. Empty Net. Treffer. Vom Goldhelm, von Sammy Blomqvist. Also Derby-Sieger ist der SVK. Und Ravensburg müssen nach 5 gewonnenen Spielen zum ersten Mal mit einer Niederlage leben. Am kommenden Freitag bereits das nächste Aufeinandertreffen in der Ravensburger Eissporthalle. Erst hier dann die Tölzer Löwen. War Strafzeit angezeigt und da hat sich Bastian Kutschis, glaube ich, noch wehgetan. Gab
hier noch eine faustdicke Auseinandersetzung hier links an der Bande. Da wird es auch Strafzeiten noch geben, müssen wir da mal abwarten. Sören Sturm. Stinksauer. Hier unten links.